Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Vortrag. Kurz für Sie vorab zur Information. Die Session wird einmal aufgezeichnet. Fragen können Sie gerne jederzeit stellen. Die werden dann im Nachgang beantwortet von uns per E-Mail. Und die IDD-Zertifikate kriegen Sie entsprechend per E-Mail zugeschickt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns im Nachgang noch ein kurzes Feedback über die Event-Plattform dalassen, damit wir auch wissen, wie unser Vortrag bei Ihnen angekommen ist. Genau. Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es heute zu tun haben, würden wir jetzt bei uns kurz mal vorstellen. Ich fange dafür kurz mal an. Mein Name ist Leon Nitschke. Ich bin jetzt seit etwas über 3 Jahren für die Hiscox tätig, war 3 Jahre lang im Innendienst Underwriting und bin jetzt quasi seit 1. Januar 2023 als Sales und Development Underwriter zuständig. Davor war ich bei einem Spezialmakler tätig im Yacht- und Luftfahrtbereich. Alles klar. Mein Name ist Philipp Machert. Wir sind Versicherungsmakler aus Wien und machen seit 20 Jahren im Bereich gehobener Privatbesitz nur in dieser Nische Versicherungslösungen und sind als solcher Hiscox-Partner der ersten Stunde. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich heute eingeladen wurde und hier sein kann. Und vor 20 Jahren war das alles noch ein bisschen kleiner oder auch vor 10 Jahren noch. Und es ist toll, wie das gewachsen ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, um bei uns heute zu sein. Genau. Kurz vorab würde ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über alle Produkte, die unsere Privatkunden betreffen. Hier sehen Sie im Slide einmal unser großes Hausrat-Wohngebäude-Produkt. Das ist quasi das Haus- und Kunstprodukt. Darüber können wir Hausrat darstellen, Mindestversicherungssumme 150.000 Euro. Darüber kann man entsprechend auch Kunst versichern, Schmuck, quasi alles, was man so zu Hause hat, inklusive dem Gebäude. Wenn man da zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat, kann man das gerne auch über dieses Produkt mitversichern. Wie gesagt, man kann Hausrat alleine versichern. Das Gebäude ist tatsächlich immer nur in Verbindung mit dem Hausrat zu versichern. Dann haben wir gleich drunter stehend unser Produkt Mundial. Das ist quasi unser Ferienimmobilienprodukt. Darüber können Sie sowohl Hausrat wie auch Wohngebäude im Ausland versichern. Wichtig ist hierbei, dass es sich um privat genutzte Immobilien handelt. Alles Weitere ist dann entsprechend immer anzufragen. Genau. Dann haben wir noch unser Classic Car Produkt. Darüber können Sie Young und Oldtimer versichern ab 20 Jahren. Drunter stehend Kidnap and Ransom. Das ist quasi eine Entführungs- und Lösegeldversicherung. Da gibt es immer noch mal aufgrund von Diskretionsgründen einen separaten Ansprechpartner, den wir aber gerne auch jederzeit nennen können. Und genau, dann noch zu unseren Kunstprodukten. Haben wir einmal das Kunstprodukt Fine Art and Collections für die Privatkunden. Darüber kann man quasi alles versichern, was man sammeln kann. Also sei es jetzt normale Kunst, Statuen, etwas exponiertere, ausgefallenere Sammlungsgegenstände wie Weine, Spirituosen, vielleicht auch Sammelkarten, sowas in die Richtung. Das ist alles entsprechend möglich. Auch Firmensammlungen kann man darüber versichern, solange diese nicht öffentlich zugänglich sind. Und dann das untere Produkt Gallery and Institutions. Das ist quasi das Produkt, was man für Galerien, Museen, Auktionshäuser und Ausstellungen allgemein benutzen kann. Genau. Philipp, eine Frage an dich. Also, bevor ihr eine Anfrage an uns schickt, da habt ihr doch bestimmt ein gewisses Prozedere, wo ihr guckt, ist es vielleicht ein Kunde, der überhaupt zu uns passt. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr denn, bevor ihr eine Anfrage an uns schickt? Also letztendlich ist ja was der große Unterschied, wenn man als Makler mit der Hiscox in diesem Bereich zu tun hat, ist ja, dass ich nicht wie bei einem Standardversicherer mit einem Computermodell eine Prämie berechne, sondern hier sprechen ja Menschen miteinander. Das heißt, wenn ich mit dem Underwriter spreche, den man idealerweise dann nach einiger Zeit auch ganz gut kennt, muss ich schon vorher einschätzen, was ich kenne ja seinen Appetit, ich weiß ja, was möchte der hören, welche Informationen möchte der von mir haben und man spart sich dann in der Kommunikation, und darum soll es ja heute, glaube ich, auch gehen, wahnsinnig viel Zeit und Abrieb, wenn man vorher schon diese Dinge erfragt. Das heißt, wir gehen so vor, dass wir uns die Gesamtsituation des Kunden anschauen, sagen, wie lebt er, dass man ein bisschen eine Hintergrundinformation auch dem Underwriter dann präsentieren kann, wer ist der Kunde, wie werden die unterschiedlichen Wohnsitze benutzt. Alle diese Themen, die sind extrem wichtig im Underwriting und als Makler stehen wir ja zwischen dem Versicherer und dem Kunden. Wir vertreten ja die Interessen des Kunden, aber wollen natürlich auch unsere Geschäftsbeziehung mit dem Versicherer solide und gesund halten. Und insofern kann man da schon von vornherein relativ viel rausfiltern. Ist das jetzt möglicherweise ein Kunde, für den die Hiscox der passende Versicherer ist?
Da gibt es das Thema Selbstbehalte, das man abklären kann. Da gibt es die Themen, wenn man sich als Makler mit dem Produkt auseinandersetzt, dann weiß man ja schon, wo die Knackpunkte sind möglicherweise. Und da spart man sich dann viel Zeit um in der Platzierung, aber jetzt auch einfach nur, um den anderen Leute zu beschäftigen, wird es ja auch keine große Freude haben. Und das sind alles eben Themen, die man sich anschaut. Es geht hier nicht nur um nüchterne Zahlen wie die Quadratmeteranzahl oder die Summen, sondern eben auch, wie lebt der Kunde, was macht er damit, bewegt sich die Kunst, bewegt sich der Schmuck, ist er hauptsächlich in seinem Wohnsitz in den Bergen und im Sommer ist er woanders. Und je mehr man da präsentieren kann, desto besser. Und als Makler muss man manchmal, das haben wir in allen Jahren gelernt, ein bisschen eine andere Brille aufhaben als jetzt der Versicherer, weil ein Kunde, der für uns als Makler jetzt auf den ersten Blick fantastisch erscheint, weil er zum Beispiel besonders in der Öffentlichkeit steht oder das ist ein berühmter Fußballspieler und das ist für uns als Makler toll, weil der macht vielleicht sogar noch Werbung, ist in Wahrheit für den Underwriter möglicherweise nicht das ideale Risiko, das er sehen will, weil man will eher Leute, die im Hintergrund stehen und von denen man nicht weiß, dass er tollen Schmuck hat oder welche Kunst er hat. Genau, perfekt. Also quasi ihr prüft auch schon vorab, ist es überhaupt ein Kunde, der zu uns passt? Ihr sprecht mit dem Kunden, Was mag auch der Kunde, was sind dem seine Bedürfnisse, was braucht er? Braucht er vielleicht irgendwas, was man vielleicht auf den ersten Blick denkt, dass man es gar nicht versichern kann? Ja. Das prüft ihr quasi alles vorab. Ganz perfekt, genau. Was machen wir, wenn wir letztendlich die Anfrage dann entsprechend bekommen? Also wir prüfen, einmal liegen uns alle relevanten Daten vor, die wir brauchen, um ein Risiko gut einschätzen zu können. Das heißt, wichtig für uns ist zum Beispiel vorab zu wissen, wer ist der Kunde, ja, also quasi Name und Anschrift. Dann einmal, was macht der Kunde, wie du schon richtig sagst, das fragt ihr beim Kunden schon vorab ab. Und dann gucken wir auch immer, ist es auch wirklich ein Kunde, der zu uns passt. Also wir prüfen das auch nochmal intern. Genau. Und wichtig auch für uns ist, wenn wir zum Beispiel jetzt mal ausgehen von der Haus- und Kunst-Anfrage, liegen uns da die Daten vor, um entsprechend ein Angebot abzugeben. Das heißt, wissen wir klar, erstens, wer ist der Kunde, wo wohnt er, aber dann auch, was möchte er denn versichern? Ja, haben wir die entsprechenden Versicherungssummen auch vorliegen? Ja, zum Beispiel für den Hausrat, fürs Gebäude, dann wenn man noch irgendwas Expliziteres wie Schmuck oder Kunst versichern möchte, haben wir die Information, wie viel wird denn zum Beispiel jetzt im Tragerisiko gewünscht, wie viel liegt zu Hause im Safe, hat er denn die nötigen Safes auch zu Hause, die nötigen Sicherungen, ist vielleicht eine Alarmanlage vorhanden, braucht der Kunde da vielleicht eine individuelle Lösung, ja, wenn er sagt zum Beispiel, er hat einen Hund zu Hause oder zwei Hunde und er kann jetzt nicht jedes Mal die Hunde mitnehmen, wenn er das Haus verlässt. Sowas ist dann auch immer entsprechend sich anzugucken und dann das Angebot individual auf den Kunden anzupassen. Es kann mal sein, dass wir noch nicht alle relevanten Daten vorliegen haben. Dann ist es entweder so, dass wir dann nochmal quasi auf euch zugehen, mit euch sprechen, so du Philipp hier, die und die Daten fehlen uns noch. Oder wenn es eher kleinere Sachen sind, dass wir sagen, okay, du kriegst von uns ein entsprechendes Angebot zur Verfügung gestellt, aber mit Vorbehalten XYZ, die du bitte noch klärst, solange ist das Angebot noch nicht bindend. Und die brauchen wir quasi zur finalen Bearbeitung des Angebots. Genau. Wenn wir das soweit geprüft haben und ein Angebot erstellt haben und euch das quasi zuschicken, dann habt ihr doch bestimmt auch wieder ein gewisses Vorgehen. Ihr prüft wahrscheinlich das Angebot. Ist es so, wie ihr euch das vorstellt? Oder ist es vielleicht auch nicht so, wie ihr euch das vorstellt? Fragt die Hiscox vielleicht zu viele Informationen ab, die der Kunde gar nicht preisgeben will? Wie geht ihr damit um? Also letztendlich, das ist ja einer der Punkte, der ab und zu, ich sag mal, Missverständnissen auch führt in der Kommunikation, Makler, Versicherer. Alle diese Kunden oder die meisten Kunden, mit denen man in diesem Bereich zu tun hat, also gehobenes Privatbesitz mit mehreren Wohnsitzen, die sind erstens gewöhnt, dass sie das, egal was sie machen, sind sie immer ein VIP-Kunde, so auch bei der Versicherung. Und sie haben in der Regel eins recht wenig, das ist Zeit. Das heißt, je mehr ich nochmal zurückkommen muss mit Fragen, also idealerweise, wenn man also lang genug, sage ich mal, in dem Bereich tätig ist, dann wissen wir, was ihr wollt und ihr wisst, was geht und was nicht geht. Und dann spart man sich dieses Ping-Pong, weil was beim Kunden letztendlich sehr enervierend ist am Ende des Tages, ist, wenn immer wieder dann noch eine Frage und dann noch eine Frage und sich das so ergibt. Also das ist, glaube ich, letztendlich Aufgabe des Maklers schon, euch das Risiko so gut vorzubereiten, dass ihr eine Einschätzung treffen könnt. Ja, und dann kann man immer, je nach Kunde, unterschiedlich kann man ja Dinge vorschlagen, sagen, lass uns doch gemeinsam den Schmuck ansehen, ob wir den bewerten oder die Kunst oder können wir dich unterstützen bei der Einschätzung deiner Gebäudesummen. Also alle diese Themen, die werden ja dann je nach Kunden unterschiedlich, aber auch gerne angenommen
Und das sind so die wichtigen Schritte. Wenn wir mal ein Angebot haben von der Hiscox, dann in der prüfen wir selbstverständlich inhaltlich, ist das das, was wir angefragt haben? Sind wir mit der Prämie dort, wo wir wissen, dass wir hinwollen? Und damit das gemeinsam mit dem Kunden besprochen. Genau. Ja, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ja schon angesprochen hast. Also, wie gesagt, die Kommunikation zwischen Makler und Underwriter ist wirklich enorm wichtig, weil da kann man schon viel vorab klären. Ja? Und da spart man sich auch im Endeffekt pure Zeit, ja? Wenn man sagt, okay, man spricht einfach mal, setzt sich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder noch ein bisschen länger, je nach Bedarf, und klärt einmal vorab die ganzen Infos, weil manchmal ist es auch so, dass der Makler einem Infos schickt, ja, oder keine Infos schickt, die ihm aber vielleicht vorliegen, wo er dachte, okay, die sind nicht so relevant für die Hiscox, die aber für uns dann doch relevant sind. Ja. Okay. Also, wie gesagt, Kommunikation ist das A und O, sowohl zwischen Makler und Kunde, wie auch dann zwischen Makler und Underwriter, entsprechend Makler und Hiscox. Also, wenn ich da noch einen Satz dazu sagen darf, ich glaube, was wichtig ist, wie in jeder Beziehung und wie gesagt, hier in dem Bereich habe ich ja mit einem Menschen zu tun, mit dem ich idealerweise eine Beziehung aufbaue, Makler mit Underwriter. Da kennt man sich dann auch schon, das ist ja auch über Jahre gewachsen dann letztendlich. Aber wie in jeder Beziehung geht es auch um Verständnis der Position des anderen. Also wenn ich als Makler hier versuche, nur auf Druck ein Risiko zu platzieren, weil es mir vielleicht wichtig ist, ist schwierig. Also mit einem Underwriter diskutieren, auch das habe ich in allen Jahren gelernt, ist wie mit einem Türsteher diskutieren. Ja? Also wenn er mal Nein ist, dann ist halt so. Ja? Und auf der anderen Seite muss man als Versicherer, aber auch oder als Underwriter auch Verständnis haben dafür, dass der Makler, der letztendlich das Gesicht zum Kunden ist, der hat den Kunden am Wochenende am Telefon und war jetzt gerade dort und ist dort hingefahren und hat sich das alles angeschaut. Und wenn ich dann nochmal komme und sage, ja, ich hätte aber noch gern diese und jene Frage, dann ist das für den Versicherer manchmal vielleicht, wirkt es nicht so, als wäre das jetzt, ist halt nur noch eine Frage. Für den Menschen, der dann mit dem Kunden direkt sprechen muss, ist es aber vielleicht ein Riesenaufwand, den überhaupt wieder ans Telefon zu bekommen. Also wie gesagt, wenn man Verständnis hat für die Position des anderen und das auch respektiert letztendlich, dann wird daraus eine schöne langjährige Beziehung. Ja? Das stimmt. Sehr guter Punkt. Kann ich dir nicht widersprechen. Das ist eins zu eins zu unterschreiben. Genau, Kommunikation ist das A und O. Man muss sich immer entsprechend in die Position des anderen hineinversetzen. Genau, du hast ja noch angesprochen einmal das Thema, wenn wir vielleicht dann den Schmuck oder die Kunst bewerten. Mhm. Ja. Was bieten wir an, wenn man quasi schon so weit ist, dass man sagt, okay, man ist sich mit dem Kunden eins, der Makler stimmt zu und daraus wird ein Schuh aus dem ganzen Angebot, ja, dann ist es meistens so, dass entweder schon Deckung benötigt wird, weil vielleicht die Vorversicherung aufgehoben wurde oder eben noch vielleicht ein bisschen Karenzzeit ist. Das heißt, okay, in einem Monat, in zwei müssen wir quasi in Deckung gehen, weil da hört die Vorversicherung auf. Mhm. In dem Fall, man kann es entweder so regeln, man macht eine vorläufige Deckung und schickt dann einen Gutachter raus. Genau. Das ist natürlich auch immer im Einverständnis mit dem Makler und auch im Einverständnis mit dem Kunden, weil vielleicht möchte auch nicht jeder Kunde jemand Fremdes zu sich nach Hause lassen. Oder der Makler sagt zum Beispiel, er möchte unbedingt dabei sein, weil eben er ja den Kunden kennt, der Kunde kennt ihn. Und genau, auch da sprechen wir dann immer offen miteinander. Ab wann schicken wir einen Gutachter raus oder wann können wir einen Gutachter auf unsere Kosten beauftragen? Das ist relativ einfach. Das ist ab 3.500 Euro Nettoprämie. Ja, ab da können wir quasi sagen, okay, wir beauftragen einen Gutachter, den schicken wir entsprechend dann raus und dann haben wir nämlich auch eine komplette Wertermittlung. Das ist einerseits für uns super, das ist für den Kunden auch top und einmal für den Makler, weil er weiß, was ist der aktuelle Stand der Dinge. Genau. Hast du vielleicht irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist für VIP-Makler, wie jetzt du zum Beispiel einer bist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt? Ist es der Service? Ist es klar auch die Kommunikation? Ist es vielleicht auch die Schadenabwicklung? Ist es die ganze Korrespondenz? Was ist denn das so ein, zwei Punkte, wo du vielleicht für am relevantesten hältst? Also letztendlich alles von dem, was du dort gesagt hast, das macht das Gesamtprodukt aus. Also was man sich vor Augen halten muss, ist, das ist jetzt für dich nichts Neues, aber vielleicht für Maklerkollegen, die noch nicht so viel mit der Hiscox in dem Bereich machen, das ist ein Versicherungsprodukt, das mehr kann als der Standard, ist aber auch entsprechend teurer. Das heißt, ich kann das nicht über eine Vergleichsplattform herunterrechnen lassen und das dann anbieten und sagen, ich bin der Prämie günstiger. Das heißt, man muss dem Kunden für dieses abstrakte Produkt, Versicherung,
auch physisch erlebbar machen, was ist daran besser. Und das eine ist jetzt Geschwindigkeit in der Bearbeitung, persönliche Ansprache, das macht doch viel der Marke, dass ich einen Mitarbeiter habe, mit dem ich reden kann und eine Kundenbetreuerin und nicht ein Callcenter. Das ist natürlich, das ist für uns das A und O, die Schadensabwicklung, weil letztendlich das ist der Moment, wo dieses Produkt erlebbar wird. Und wenn ich einen Schaden abwickle, wie es eigentlich, sagen wir mal, ein Standardversicherer macht, dann wird der Kunde nicht happy sein. Wenn ich den Schaden proaktiv im Sinne des Kunden und rasch erledige, ist das letztendlich die beste Werbung, die man haben kann als Versicherer. Also wir haben früher immer wieder gesagt, die beste Werbung, unter Anführungszeichen, war die, wenn in einer Gasse mehrere Einbrüche waren in einem Haus und der eine Kunde war eben nicht bei der Hiscox oder bei uns versichert und hat monatelang herumprozessiert mit irgendwelchen Listen. Und der andere Kunde hat von der Hiscox rasch zum Beispiel eine Kontozahlung bekommen. Also ich glaube, auch da wiederum geht es darum, dass man sich auch als Versicherer und auch in der Schadensabteilung in die Rolle des Maklers oder des Kunden versetzt. Und wie gesagt, das sind alles anspruchsvolle Menschen, die sind es gewohnt, dass sie entsprechend behandelt werden. Und ich kann dann, also um da Beispiele rauszugreifen, ich kann dann natürlich schwer den Kunden sagen, wenn ich die Schadensmeldung habe und der dokumentiert das mit Fotos und ich komme dann Wochen später wieder und sage, ich brauche bitte noch mehr Fotos oder wieso ist das so passiert? Und der ist vielleicht schon gar nicht mehr an diesem Risikoort, weil er dort nur im Sommer lebt und jetzt ist er schon wieder ganz woanders. Das sind alles Dinge, die am Ende des Tages nur Abrieb bedeuten, weil in der Regel kommt man ja zusammen und die Schäden werden gut erledigt. Aber dazwischen ist halt manchmal dann viele leere Kilometer, sagen wir so. Ja. Aber es ist die Summe aus allem, dass man, für uns ist immer die Herausforderung und auch für die Hiscox, zu sagen, wie kann ich ein Produkt, das man eben nicht angreifen kann, das aber mehr kann und mehr ist und mehr kostet als ein Standardprodukt, wie kann ich das für den Kunden erlebbar machen? Und das geht nur über den Kundenzugang, über den persönlichen Kontakt und dann eben Geschwindigkeit, Flexibilität, dass man den Kunden nicht vorschreibt, genau, dass man ihm Ratschläge gibt, die er annehmen kann, aber vielleicht nicht muss. Ja, und dass man gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Das macht es dann aus letztendlich. Perfekt. Jetzt versetze ich mal zurück in die Zeit, wo du angefangen hast in deiner Maklerschaft und du vielleicht so deinen ersten wirklich großen Kunden hattest. Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der jetzt vielleicht nicht im Alltag mit wirklich extrem hochwertigen, sehr reichen, wohlhabenden Kunden zu tun hat? Hast du da einen Tipp, wo du sagen kannst, das kannst du jetzt vielleicht jemandem mitgeben, der, wie gesagt, neu entweder ist oder mal einen wirklich sehr, sehr großen Kunden hat? Also ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich Kollegen Tipps gebe, aber was hilft, ist, wenn ich ein Verständnis für den Kunden habe, wenn ich verstehe, was jetzt aus ich sage mal, wenn man sich es nüchtern anschaut, vielleicht teilweise übertrieben ist, jetzt aus ich als Person mir denke, naja, wieso regt man sich darüber auf oder wieso kann man nicht das auch noch machen, diese eine kleine Frage noch beantworten. Man muss sich, glaube ich, und das ist das Geheimnis, man muss den Kunden verstehen, wie diese Menschen, wie die leben, wie die mit ihrem Hab und Gut umgehen. Und nur dann wird man sie auch ordentlich beraten können. Es ist ja nicht jeder wohlhabende Kunde ein Hiscox-Kunde. Es gibt ja solche und solche. Es gibt welche, die sagen, ich versichere gerne, ich möchte gerne ein Spitzenprodukt haben. Es gibt welche, die sagen, ich möchte nur eine rudimentäre Deckung haben, was auch total okay ist. Aber als Berater sind wir natürlich letztendlich auch in der Haftung, es den Kunden so zu erklären, die Unterschiede, weil auf dem Papier, und das ist leidiges Thema bei uns in der Versicherungsbranche, es macht sich ja kaum jemand die Mühe, Bedingungen zu lesen. Und wenn ich jetzt eine 0815 genannte Gefahrendeckung habe, die liest der Kunde nicht und die Always-Bedingungen liest er vielleicht auch nicht. Und wir als Berater müssen aber herausarbeiten, wieso das ein besser ist für seinen Lifestyle, wenn man so will, als das andere. Ja. Okay, also quasi zusammengefasst würdest du sagen, wenn jetzt jemand einen Kunden zum Beispiel hat, man muss sich einfach wirklich gut in den Kunden hineinversetzen. Was braucht er, was will er, was hat er vielleicht für Anforderungen? Das heißt einfach, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, mal zu besprechen und nicht vielleicht einfach nur per E-Mail was zu machen, sondern den persönlichen Kontakt suchen und wirklich auch keine Scheu haben, solche Menschen wirklich dann auch festzunageln auf etwas und mit denen dann wirklich von Angesicht zu Angesicht reden. Das sind quasi auch so ein paar Punkte. Letztendlich, Versicherung ist ja Vertrauenssache, Vertrauensverhältnis in alle Richtungen, weil der Kunde muss vertrauen, dass das Blatt Papier, das er da hat, für das er zahlt, dass er den Schadenfall auch hält. Und Vertrauen schaffe ich dadurch, dass
der Kunde, die Kundin das Gefühl hat, ich verstehe, wovon ich spreche. Und deshalb, wie wir es zum Beispiel machen bei unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir von Anfang an sagen, gehen Sie in Galerien und schauen Sie sich Kunst an, lernen Sie sich ein bisschen in diese Welt reinzudenken, interessieren Sie sich für Uhren, gehen Sie auf ein Auto-Event, irgendein Klassiker-Event, dass man mal dabei ist und versteht, wie sowas funktioniert oder was da los ist. Und dann hat man schon wieder etwas, worüber man mit den Kunden auf Augenhöhe in Wahrheit sprechen kann. Und nur das schafft das Vertrauen, das benötigt wird letztendlich, damit man sie als Kunden gewinnt und auch dann weiter beraten darf in der Versicherung. Perfekt. Vielleicht, was auch ganz interessant ist für die deutschen Zuschauer unter Ihnen, Philipp kommt ja aus Wien, aus Österreich. Offensichtlich, man hat es am Akzent. Hast du vielleicht so ein, zwei Punkte, die vielleicht am österreichischen Markt extrem hervorstechen? Ich meine, ihr habt ja auch mit ein paar deutschen Kunden zu tun. Und gibt es da vielleicht etwas, wo du sagst, okay, da sind die österreichischen Kunden vielleicht ein bisschen anders als die deutschen Kunden? Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Also was in Österreich ein Thema ist, letztendlich aber in Deutschland ja genauso ist, ist die unterschiedlichen Wohnsitze. Also wir haben natürlich eine gewisse Häufung in Orten wie in Kitzbühel. Und dann es gibt so ein berühmtes Setup, sage ich mal, von Kunden. Die haben dann ein Haus oder eine Wohnung in einer größeren Stadt, aber dann ein Ferien- oder eine Skihütte und dann vielleicht noch ein Haus an einem See. Das wird man in Deutschland genauso haben, nehme ich mal an. Oder gerade im Münchenraum sind ja auch viele dann in Tirol. Sonst, glaube ich, ist der österreichische Kunde dem Deutschen sehr ähnlich grundsätzlich. Ja, sie sind alle beide, ja, so wie wir es erleben, durchaus prämiensensibel. Mhm. Also das ist schon ein Thema. Und das muss man eben entsprechend erklären können, wieso da ein Produkt mehr kostet. Ja, und das ist die Schwierigkeit an der Sache, weshalb man auch die Makler, die es in dem Bereich gibt, die da mehr Sachen machen, einfach das lange machen und spezialisiert sind. Ja, weil das ist nichts, was man so links und rechts nebenbei mal mit der Herausforderung. Perfekt. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Ein Tipp? Nein. Perfekt. Nee, super, dann würde ich sagen mal, dass du dir die Zeit genommen hast, den weiten Weg aus Wien auf dich genommen hast, damit du hier bist. Und gerne können Sie sich auch noch für unseren Newsletter im Nachgang anmelden. Da können Sie einen von 3 Jochen Schweizer Gutscheinen gewinnen. Den können Sie dann zur freien Verfügung benutzen. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.